bin übrigens mal wieder durch die Clips durchgegangen, ne? Und hab die letzten Phasmo-Clips gefunden. Haben wir da irgendwie Drogen genommen oder was war da los? Das kann ich ja auch nicht beantworten. Also ich weiß nur noch der Clip mit Schniedel, Lara und so. Also das war sehr merkwürdig, was da gelaufen ist. Ja, irgendwie war das so eine im Gesamten irgendwie andere Stimmung. Ich glaube, wir waren einfach völlig fertig von der Woche da. Ich fühle mich gemobbt vom Yokai. Luzi wird gemobbt. Wir müssen den nächsten Yokai einfach mal in die Fresse hauen. Ja! Ja, Luzi, bist du. Gib mir einen Baseballschläger. Hören Sie mich. Wir haben nur schwere Taschenlampen. Also wenn ich dir mit einer Mac-Light eine brezel, tut das auch weh. Ich krieg ein bisschen Angst bei Bastian. Also wir haben EMF5, es ist hier hin. Okay. Ich bin ganz bestimmt nicht verbessert. Ich weiß nicht, ob Bad oder Schrank. Ja, weiß er schon so genau, ne? Ah, schwierig. Hört man mich? Oh, ne? Ja, also dein Piepsen hat man auch gerade gehört. Jedenfalls haben wir EMF. Das ist schon mal gut. Hallo, bist du da? Hallo. Ich geh mal und lass dich hier in Ruhe, ne? Hallo. Ich hatte einen Schritt. Hallo. Ich hatte nur einen Schritt. Basti ist jetzt da alleine drin. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich ja gespendet habe. Achso. Mir ist gerade eingefallen, dass ich ja gespendet habe und eh broke bin. Wo läufst du mit dem Buch hin? Ich glaube, Luzi will gerade sagen, dass sie einen Fingerabdruck gefunden hat. Ja, ich bin aber auf dem Weg, schnell, nicht so schnell. Ich bin unfit. Ich bin klein und... Ist sehr lustig, gerade Basti und Luzi zu beobachten über die Kamera. Macht kein Schweinkram, ne? Ich sehe das. Also aus der Kamera, die da jetzt steht, kann ich noch keinen Orb sehen. Das ist fraglich, warum das jetzt ist. Ist der ganz hinten oder ganz vorne? Der ganz vorne sind nur zwei Runden. Übrigens, Basti, dein Avatar sollte mal wieder zum Friseur. Der Nacken muss ausrasiert werden. Okay. Und noch so nebenbei, ne? Okay. Soll ich die
kann mich ja ansonsten einfach mal auch auf eine Kopfkamera schalten. Ich habe jetzt irgendeine gerade an, die eine Kamera in der Hand hält. Also im Schrank sehe ich jetzt nichts. Oh, warte mal, ganz kurz nach oben. Ein bisschen nach rechts. Ein Tick nach oben. Ah, ich glaube, das war die Lampe da oben an der Decke. Verdammt. Ich nehme mal eine Kamera mit, ne? Jo. Hase, kommst du mit raus? Sie sucht gerade was. Sie ist auf dem Weg in das Arbeitszimmer hinten bei dem Klavier und in der Garage. Sie sucht vermutlich nach dem Knochen. Oder eine Ouija-Board. Oder alles. Wundervolle Schuhe hat Luzi da an. Passend zur Leggings. Suche nach Ouija-Board, aber ich habe eben das Licht angemacht, mich davon weggedreht und 2 Sekunden später war es wieder aus. Nur zur Info. Luzi hat gerade geschrieben, dass sie das Licht angemacht hat und 2 Sekunden später war es wieder aus. So als Info. Ist der Gin raus? Ich meine, sind die nur noch. War doch nur noch Banshee und Dingens. Ja, ja. Was hatten wir noch? Revenant. Oder meinst du die? Nee, an Beweis. EMF und Fingerabdrücke. Stimmt, die habe ich selber geknipst. Eigentlich ist das ganz gechillt hier im Van, wenn ich das mal sagen darf. Ich sollte viel mehr im Van bleiben. Dann hättest du auch mehr Geld. Was brauchen wir denn noch? Das könnte sein. Sekunde. Entweder Geisterbuch. Oder Gefriertemperatur. Entschuldigung, meine Finger sind schmuddelig. Ich hol mal Thermometer. Thermometer? Entschuldigung. Thermometer! Ach, ich mag diesen norddeutschen ganz, ganz sanften Akzent. Ansonsten, wir bräuchten noch das mit dem Salz, ne? Ja, ich hab's ja verdacht, dass wir. Dass wir nicht den ganz genau richtig. Oh oh. Luzi opfert sich. Luzi ist heute unser Opferlamm. Er läuft genau dahin, wo die beiden sind. Ja, yep, einen hat's erwischt. Ja, Basti hat's erwischt. Ja, lol. Hase, meinst du mal Sanity-Pillen holen? Ach, Basti. Luzi, hast du jetzt extra eine Tasse mitgenommen? Du bist nicht gestorben. Du kannst so mit uns kommunizieren, indem du zum Beispiel deine Taschenlampe hinwirfst.
Das ist sehr süß, aber ich sehe dich. Du bist nicht tot, Luzi. Ach ja, und der Teller, das war Basti. Ja, ich bin noch auf deiner Kopfkamera. Ich schalte mal auf Hami. Nee. 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 Da ist die Kamera von Hami. Alles gut? Ja, ja, er ist mir so ein bisschen hinterhergedackelt, als ich drin war. Das war nicht so nett von ihm. Salz haben wir jetzt noch nicht verteilt, ne? Basti, bist du im Van? Scheinbar nicht. Basti bitte an Kasse 4. Basti bitte. Warte, ich komme mal an den Hauseingang. Vielleicht hat er auch einfach nichts zu werfen. Weil er vorhin schon den Teller auf den Boden geworfen hat, oder was? Ah, cool. Ja, warte, ich muss jetzt überlegen, wie ich die Frage stelle. Du hast an dem Raum gezweifelt, korrekt? Dachtest du, es wäre das Zimmer vor dem Bad? Ja, am besten waren wirklich so bei den letzten Malen, ja, hast du das oder das? Und du stehst als Geist so da. Ja, was denn nun? Oh, sie hat den Fernseher angemacht. Sie, also James Miller, ich glaube, das ist der Mann von der Barbara. Also, wir bräuchten einmal, dass er durch Salz läuft. Und als Dings brauchen wir entweder Geisterorb. Nee, stimmt gar nicht. Gefriertemperatur oder Geisterbuch. Also, einen Orb brauchen wir gar nicht. Stell ich gerade mal so fest. Ja, aber vielleicht sehen wir so zumindest das Buch. Das ist richtig. Himmel, Herrgott, was ist das denn hier für... Auch schon zwirn. Also ich habe da drin aber jetzt schon wieder keine Gefriertemperaturen gesehen. Schon wieder bin ich gegen die... Oh, ich bin heute dreimal gegen meine Badezimmertür gelaufen. Ich glaube, ich kriege drei neue blaue Flecken. Also Buch sehen wir, ist aber leer. Das ist auch noch leer. Ah, okay, aber sie ist durch... sie. Er ist durch Salz gelaufen. Na, well. Wenigstens etwas. Das Salz, wo er durchgelaufen ist, ist auch das, was direkt vor dem Schrank ist, nicht vor dem Badezimmer. Direkt am Eingang. Ja, ich hab... Wollte ich sagen. Kannst du mal bitte in eins der Bücher schreiben, du
there are others out there in need of help. Oh Mann! Mann! 3, 2, 1, 4, 5, 9.